gegen mit die beste Abwehr des Turniers. Die Ägypten stellt uns allen viel Spaß. Ägypten von rechts nach links hat zunächst Ballbesitz. Weil so sehr natürlich auch das Ganze als Mannschaftsspiel ausgelegt ist im schwedischen Team. Gottfriedsson ist schon der Dreh. Und Angelpunkt! Und hinten ist Palicka da. Starke Parade. War wichtig in der Phase jetzt. Schönes 1 gegen 1. Und dann auch Palicka keine Chance gelassen. Und so bekommst du natürlich relativ schnell auch mal so eine Halle. Still, aber dann kontert Max Dari. Phänomenal. Da sind die Ägypter einen Schritt zu weit draußen und direkt bestraft worden. Herrliches Anspiel. Der Kreisläufer hinterläuft gut und dann, klar, Tor mit viel Gefühl. Er ist noch nicht so im Spiel. Palicka hingegen jetzt schon. Zum dritten Mal bekommt er die Hand entscheidend an den Ball. Ist runter. Oh. Palicka ist dran. Palicka ist dran. Kann ein Schlüsselmoment dieser ersten Hälfte sein. Zweite 7-Meter-Parade von ihm im Turnier. Meine, wer wird MVP dieser Weltmeisterschaft? Konzentration auf Ägypten, boah. Treffer. Satt reingelegt. Ahmed Mohamed spielt in Frankreich, in Nîmes. Vom Strich. Karim Hindawi. Auch für ihn die zweite 7-Meter-Parade im Turnier. Wie bei Palicka, der Mann von Samalek. 5 Minuten bis zur Pause, 9:9. Oh, schönes Anspiel. Palicka und sein Fuß. Jetzt kann es mal schnell gehen. Schweden, Ekberg, Tor. Und die Halle ist da. Und die Führung auch, 10:9. Und ich würde zu gerne wissen, was jetzt im Kopf von Roberto Garcia Parrondo abgeht. Na klar steht dort ein Palicka, wir wissen, was ein Palicka kann. Trotzdem darfst du dir diese Situationen, wenn du so frei bist, gegen Schweden nicht nehmen lassen. Hui, wow. Hübscher Treffer von Mosen, Mahmoud Mosen. Erik Johansson. Ein Phänomen. 22 Jahre ist er alt. Im Sommer zum THW Kiel gekommen. Hat gar keine Anlaufzeit benötigt. 59 Tore in der Bundesliga geworfen. Felix Klar. Legt nochmal ab. Tor. Lena Großmann hat gesprochen. Lukas Sandel setzt um. Zweites Tor vom Mann aus Arbor. Nutzt jetzt. 7 gegen 6. Das 7 gegen 6, genau. Noch 4. In 5 Minuten. Kadar, seitdem er drin ist, Mitte des zweiten Durchgangs. Nicht verkehrt, was er abliefert. Schweden gewinnt und steht im Halbfinale.
Die Reise geht weiter und trotzdem wird Ägypten sagen, da war heute mehr drin. Gegen die Gastgeber. Und Schweden kann es auch ohne Jim Gottfriedsson. Das wird natürlich das große Bangen vorm Halbfinale am Freitag sein. Wie geht's dem Spielmacher? Er war auf jeden Fall auch im zweiten Durchgang mittendrin. Er hat die Ansagen getätigt, ja. Aber ich finde, das hat auch schon eine psychologische Wirkung auf eine Mannschaft, wenn dein mitwichtigster Spieler wirklich auch am Rand steht, neben dem Trainer, mitsprintet, zeigt, ich bin da, ich helfe euch, soweit ich kann.